Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde FCBs Infinity Evolved. Heute mit dabei der Soratimers. Echt herzlich willkommen, Leute. So, wir beide hübschen haben uns was überlegt. Ja. Da es ja langsam aufs Ende von der Staffel zugeht und der liebe Streetigger ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon sagen können, aber ich gehe mal schwer davon aus. Oder lädst du die Folge morgen schon hoch? Also, ich heb die Folge noch ein bisschen auf. Ja, okay, also du. Wenn du dich morgen hochlädst, dann können wir es halt sagen. Der liebe Streetigger hört ja auf mit dem Let's Playen, weil der ja eine Tochter bekommt. Genau. Und es da in die heiße Phase übergeht. Da haben wir uns gedacht, komm. Dem hat so viel Spaß gemacht und der, bevor der sich dann irgendwie noch ärgert und dann hier weiter sitzt, aber ich will auch wieder zocken, beenden wir das jetzt hier. Ja. Weil wir haben gedacht, komm, das macht so zu zweit keinen Spaß mehr. Und da haben wir schlussendlich gesagt, da drüben sind die Festplatten noch vom Sora drin. Wir haben unsere Ressourcen zusammengelegt, hauen nochmal jetzt ein paar ordentliche Folgen raus, wo wir noch was zeigen. Und dann sagen wir bye bye. Gut. Genau. Also, was haben wir jetzt alles vorgehabt? Was hast du vor? Also ich habe soweit alles fertig, dass wir eine Reise beginnen können. Und zwar hat der gute Sweet vor, mal ins Weltall zu reisen und... ich hoffe, ich treffe jetzt den richtigen Knopf. Es gibt nämlich eine... Ja, da war's. Quasi das Weltall, hier so die verschiedenen Planeten. Und zwar haben wir Mars und... also Mars, Tier Ernst. Immer so hinreisen und... Eigentlich sollten wir auch irgendwo Tier 1 haben. Tier 1 müsste die Overworld sein. Ah, stimmt. Das Mars Tier 2 ist hier drüben. Und um da hinzukommen, müsste ich jetzt Meteoric Iron suchen. Iron. Gut, mach du schon mal weiter, ich mach schon mal meins fertig. Weil das ich hatte vorgehabt, ich hatte jetzt alles weit fertig. Für die Solar Panels. Oh? Die mach ich mal gerade fertig. Da. So, ja, also damit statt einem O schreibe ich noch lieber mal schön mit einem mit einer 0. Kann man mal machen. So, hier sind die restlichen und Ultimate Solar Core. Ultimate Solar Panel. Erstes Ziel für mich geschafft von der Staffel. Oh, nicht schlecht. Eingang. It's overnight, Fahren! Place Dora und mit Solar Panel. Sehr schön. Gut. Ich setze mich dann jetzt auch schon mal weiter ran an das nächste Solar Panel. Hier drüben, IC2, haben wir was umgebaut. Haben wir beide mal so ein paar Geothermal-Generatoren gemacht. Was? Hier nochmal ein bisschen Uran durchgeschickt. Eigentlich wollten wir noch einen Atomreaktor machen, aber damit der was fruchtet, wird uns auf das RTG-Fuel ausgesehen und so weiter. Bringt uns nicht mehr wirklich viel. Ja, das wäre ein bisschen zu viel geworden. Ja. Deswegen mache ich jetzt schon mal den Molekulartransformer, dass wir auch schon alles anfangen können mit dem Solar Panel von. Na, wie heißt die Dingens? Von. Industrial Craft, ja. Genau. Von der Solar Panel, um genau zu sein. Wir suchen jetzt mal das T2 Rocket NASA Workbench Matic. Also, wir gehen jetzt auf. Genau, Meteoric Iron Suche. Ach, du bist schon oben. Noch nicht, ich bin noch unten. Ach so. Ja. Dafür habe ich nämlich schon mal hier vorbereitet, hier 1 Rocket. Kann ich nicht reinklicken, sonst irgendwo drin. Wird gecraftet in der NASA Workbench aus Rocket Fins. Mit Duty Blade ist es. Wenn man weiß, wie man das hier herbekommt. Habe ich jetzt eine halbe Stunde gesucht, weil die Rezepte bei mir irgendwie nicht. Habe ich auch gemacht aus Compressed Iron und Coal. Dann habe ich ein bisschen umgebaut. Improvisiert. Ja, sprich ich aus. Dann Conduit. Für Conduits. Reloader. Jetzt will ich mal auf Stop Loading stellen. Und Tesseract für Energie. Also machen, weil. Lauter werden. Dann F1, 5.
Dann hab ich Jo. noch gemacht für uns beide Thermal Padding hat die Rüstung, dass wir nicht Schaden bekommen. Die Oxygen Tanks, zwei Stück. Und genau, Space. Ah, jetzt startet sie. Gut, ich verabschiede mich schon von dir. Habe ich endlich was Ruhe hier. Ja, dann bis demnächst. Ja, haust da rein. Ich loote dann mal bei dir, ne? Genau. Wow, das ist laut. Hui, hui. Und ab geht's. Wow, ist die Lava. Oh, ein bisschen kippen. So. Bisschen Advanced Alloy. Jawohl. Sehr schön, 16 Advanced Alloy. Sehr schön. Molekular. Machen wir mal den MT-Core, das ist erstmal Reinforced Glass. Jetzt erkennt ihr das Glas nicht. Ja, sehe Ah, ja, das oh. ist einfach nur dumm, dass voll viele noch nicht das Quite Glass als Glas erkennen. Bin ich ehrlich. Das sollte man noch umändern. Ja. Was will ich, ja, ich jetzt irgendwie den Kopf auf den Tisch hauen wollte, weil ich hier keinen Fallschirm habe? Keine Panik, ich habe hier Drakonik an. Ich bekomme keinen Falldamage. Pillar des So. weiten Weltraums. Dann ein. Ach du Scheiße. Mal zum. Steckt hin. Sehr schön. Was kann ich denn schon mal vorbereiten davon? HV-Kabel kann ich mal machen. Das ist einfach Eisen. War der Fehler. Wir müssen nicht zum Mond, zum Launch. Boah, das ist ja richtig schnell gemerkt. Ach, dauert. Warte. Heute spähst du slow down. Ah, okay. Da hat es gerade echt geleckt. Ja, da dauert so ein bisschen, bis sich die Welt aufbaut. Machen wir mal hier so ein Stack fertig. Da kommt der Planet, das müssen wir. Ich habe mich auch mal mit dem Trivolo unterhalten, weil ich war ja auch ein bisschen erstmal verwundert, wie stark sich doch IC2 verändert hat über die Jahre. Und wir sind uns beide einig gewesen, ja, es hat sich verändert. Also das definitiv. Das war schon mal anders da. Hammer, mir fehlt jetzt genau eine Copperplate. Wollt ihr mich verarschen? Weißt du? Oh, wir befinden uns auf dem. Du denn? Also ganz ehrlich, Ja. so ein Metal Former mit 16 Overclocker-Upgrades, Hammer. Einfach nur Hammer. Du kannst 2 Sekunden zählen und dann macht irgendwie so 4 davon fertig. Schlecht. Seit wann gibt es denn dort auch? Hey, eine Note auf dem Planeten. Ja, die Nords werden ja überall generiert. Hier kriegst du ja sogar am Deep Dark. Ah, okay. Boah. Brecher haben wir hier viele, nur nicht das richtige Loch. So, das haben wir. Wir sind jetzt bei 9 Minuten circa, ne? Molekül. Qualrim. Eins. Zwei. Das waren Fick-Neutronenreflektoren. Einmal. MT-Core?
Ah, da war schon mal. Was ist das denn jetzt? Fake-Neutronen-Reflektor? Und der wird gebraucht für einen MT-Core. 42301. 42301, das sind die doch. Denke ich sagen. So. Das mache ich jetzt einfach mal an einem normalen Crafting-Table. Mal schauen, ob das noch da geht. Weil das würde mich jetzt verwundern. Hier, ich nehme sogar ein Vanilla. Fake. Fake. Ne, das geht nicht. Wundert mich jetzt. Ja, wenn das jetzt nicht geht, dann cheat ich mir jetzt einfach dann. Ja, mach das ganz einfach. Tut mir leid, dass ich das so machen muss, aber sorry. Ich habe genau die Rezepte, die ich dafür brauche. Destroy-Items. Einen MT-Core. So. Ich bin da. Ganz ehrlich, bei solchen Bugs bin ich gnadenlos. Also, ich glaube, das war auch schon beim Trimlos so Quiz. Diese komischen. Jetzt mit zwei Wasserflaschen. Ja, das kann sein. Also, soweit ich weiß, ist IC2 nicht so ganz, sag mal, schnell bugfrei. Alles. Wird worden sein. War Carbon Mesh. Komm davon. Oh, da bin ich. Also. Alter, was machst du da? Der Server leckt gerade was. Ja, ich suche gerade noch nach einem Dungeon. So, 32 davon. Alter. Dann machen wir die nochmal fertig. Zack, 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 das muss schneller gehen. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch zwei EV-Transformer. Da brauchen wir Energy Crystal. Komm, ich mach mal hier meine Crafting Station hin. Ah, das geht hier natürlich nicht sehr schön. Dann machen wir das eben mal im Makerator. My English very good. My English very Merkel. Oh, Alter, was war das denn jetzt für eine Dreckslache? Ja. Das muss ich mir jetzt einmal verklickern, was das für eine Dreckslache war. Ja, das hab ich gut drauf. Ich merke das schon. Boah, Alter. Fängt der erstmal an zu lachen wie so ein dreckiger Hodenkobold. Ja. Verdammt, mein Popschutz läuft weg. Der läuft schon weg. Ja. Ach, da muss ich lang. So. So, ich habe jetzt mal ein paar Energy Crystals gemacht. Molekular. Ich brauche aber, glaube ich, nur zwei brauche ich. Okay, brauche ich doch schon die beiden Advanced Circuits. Nehmen wir mal so einen halben Stack Lapis. Oh, das ist. Das halt dadurch. Einen Energy Crystal brauche ich jetzt noch. So, 12, das reicht für beides. Oh Mann, ich hätte eigentlich auch ganz gerne in dieser Staffel mal wieder was mit Formcraft gemacht. Habe ich voll lang nichts mehr gemacht. Ja, ich bin mir auch schon ziemlich lange. Ich glaube, das habe ich auf der 1.6 glaube ich, das gemacht. Kommt bei mir ungefähr auch hin. So, wenn das mal gut durchläuft, nehme ich mal kurz einen guten Schluck von meinem Energy-Getrink. Ah, Wendless. Wieder schön 30 Euro in die Kasse. Das ist wieder mal der typische Vorführeffekt, du finden kannst.
Ja, wir können jetzt gleich mal, wenn die Folge vorbei ist, suchen wir gemeinsam mal. Ah, oh, da war's sogar. Oder so. Gut, jetzt brauchst du mal nur noch eine Rakete für mich, damit ich auch raufkomme, ne? Aber du bist im Mega alles sagen. Stimmt, ich hatte ja damals eine gefunden. Stimmt, da war ja was. Ja, gut, den habe ich jetzt halt abgebaut. 1, 2, 3, 4. Zack. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach ich jetzt einfach mal. Molekül. Mol. Hm? Ich wollte kein Molekulartransformer, ich will einen Maulwurftransformer haben. Ganz genau. Ja. Alter. Jetzt im Ernst. Diese dreckige Lache, ne? Ja. Boah, leck mir doch die Eier ranzig. Du machst es echt nicht besser, ne? Ja. Okay, ich brauche jetzt nur noch zwei HV-Transformer. Ein M. Zwei MV-Transformer. Ein. Das war jetzt wieder klar. So. Zack. So, kommen wir nehmen mal ein Goldbarren. Das sollte reichen, wenn ich das auf Extruding. Jawohl, das reicht. Rubber Bubba. Molekular. Bronze Item Cases brauche ich noch. Oh, und die brauchen auch noch. Oh, jetzt wird 1, 2, 3, 4. Bronze. Das war nochmal Rolling, genau. Wie war denn jetzt bei dir Ostern? Eigentlich relativ ruhig und bei dir? Ja, war ganz gut. Hatte mal schon mit meinen Eltern was gemacht. War dann mal an dem Tag, sind wir mal in den Zoo gefahren. Im schönen Kölner Zoo. War mal verdammt lang nicht mehr gewesen. Hatte meine Mutter wieder mal Lust drauf gehabt. Sind wir dann später noch rausgegangen, mal schön. Weil ich schon gerade gesagt habe, Weihnachtsessen. Guten Morgen, Dosch. Osteressen, haben wir schon ein bisschen Raclette gemacht. Ja, und dann habe ich noch eine schöne neue Maus bekommen, die ich mir schon länger gewünscht hatte, weil meine weiß ja, glaube ich, ist noch ein Scheiße. So, Molekulartransformer. Das mache ich einfach mal gerade mit Redstone Blöcken natürlich. Ich habe heute echt wieder drauf. Mit Glowstone Blöcken. So. Eins. Ach du Scheiße. Jo. Das Szenario kannst du dann noch wieder. Scheiße, das muss ich abbrechen. Gut, dann machen wir eins und. Ja, gut, das muss ich jetzt einmal auslaufen. Oder weißt du was? Komm, ich schreie das einmal ganz kurz ab. French. Wow, ich habe einen Glowstone vergeudet. Man möge mich bitte steinigen. So, gut. Jetzt habe ich mal den ersten großen Schritt fertig für das Solar Panel. Dann können wir jetzt gleich nochmal weitermachen für die
Bist du jetzt schon im Dungeon drin oder was? Ich bin noch am Rumspringen. Alles klar, weil die Folge ist jetzt vorbei. Dann lasse ich jetzt das hier einmal durchlaufen. Weißt du was, da mache ich mal ganz schnell hier so... zwei... Chests, eine Eisen- und eine Gold-Chest. Und zwei Item-Kanüls, dann lasse ich da noch ein bisschen mehr durchlaufen. Das kann man bestimmt noch brauchen. Ich denke schon. So. Das war schon einmal da oben drauf, damit das auch klappt. Jawohl. Extract. Insert. Weil die nächste Folge werden wir da auf dem Mond verbringen. Suchen wir da mal dann den Dungeon. Und dann können wir bestimmt in der Folge danach weiter mit dem Solar-Panel machen. Boom. Alter, ich habe das vor 4 Tagen, habe ich die Monsterfalle wieder angemacht und schon 52.000 Enderperlen, ja genau. Das kann man mal machen. Ein Sonarium-Piece, sehr schön. Gut, ich würde dann sagen, ich könnte schon mal die Folge hier beenden, oder? Ich denke auch. Gut. Dann, wir würden dann euch dann sofort sagen und... Deutsch Kommunikationsoffensive 2016. Oh, meine Fresse. Kommunikationsoffensive 2016. Gut. Ich werde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Auf Wiedersehen.